Use the phone to finish a task. Was to sell a car, open the shop. Ah, so. Ja, komm, da geht schon 10.000. Car has been put up for auction. Now we have to wait for a happy buyer. Car has been sold. Natürlich, so schnell. The car has been sold, congratulations! What up? Ganz gut! Oh yeah! Gut, confirm the sale by entering the store through the Pay menu. Job done! Royal GTR! 10.300 sogar! Nice. From now on, you can take on new tasks yourself. Have fun. Okay. Gitsu Neko, need help with Neko Mobile. I can't handle Windows streaks everywhere. Can you help me while you're at it? Clean the wheels thoroughly. Yesterday, my neighbor's children were throwing mud on my windows. I will not lose my temper. Schön in pink, machen wir doch. Wow. Okay. Das Wheel Cleaning Kit. This order the client asks for the thorough cleaning of the windows. For this you need a special kit. Ja gut, kauf mir halt erst das. Was? New garage upgrades are available. To check them out, open the shop using the Pay menu. Achso, das Regal ist voll. Jetzt. No. Jetzt können wir das wahrscheinlich erst kaufen. Aber ich möchte auch zuerst die Reifen cleanen. Oh no. Wie viel Speichen die Felge hat. Und das viermal. Gut. Gut. Das sieht gut aus. Nächste Felge. Also das Auto ist sauber, aber die Felgen schmutzig, ich weiß nicht was. Kann man machen. Gut. Haben wir das auch. Felge Nummer 4, 3. Haben wir auch. Und die letzte Felge.
Ah ja, irgendwo haben wir was vergessen. So, jetzt. Und jetzt das Window Cleaning Kit. Window Cleaning. To clean the windows, start by spraying them with cleaning liquid and then use a cloth to get rid of any dirt. Schön blitzeblanke Scheiben. So, sieht doch das Ganze schon viel besser aus. Wahrscheinlich müsste man gar nicht so viel gebrauchen vom Mittel, aber ist ja egal. So, die andere Seite ist schon sauber, okay. Gut, dann haben wir das auch schon geschafft. Das schöne pinke Auto. Und $400 für diese kleine Arbeit. Da kann man ja reich werden mit. Walker T. Ranger need help with Chieftain Bandit. The whole car is covered with mud, including the windows, and I only drive around town. It must be the kids in the neighborhood. Immer diese Kinder. Yesterday, neighbor's children were throwing mud on my windows. Haben wir doch schon gehört. It took second place in the dirt car competition. Don't ask how I got solid with my car. Just wash it. Gut. Ein Pickup. Etwas Größeres, würde ich sagen. Zuerst den Body reinigen. Schön wieder mit der Schaumkanone. Ja, der Schaum könnte halt schon besser aussehen. Sieht schon nicht gerade so gut aus. Aber ich lasse das mal durchgehen. Kann ich eigentlich da hoch? Schade. Geht leider nicht. Irgendwie ist es manchmal etwas ungenau. Und wie man weiß, wäscht man das Auto immer schön von oben nach unten, damit der Dreck ja schön runterfließt.
Okay, war das jetzt ein Fehler, die Ladefläche nass zu machen? Sieht ja fast so aus. Zumindest komme ich da nicht rein. Aber gut. Naja, nicht mein Problem. Okay, da habe ich wohl etwas vergessen einzusprayen. Aber jetzt sieht das doch ganz gut aus. Ja, die Ladefläche kann ich jetzt leider nicht. So kann man hier nicht hoch. Man kann keine Reiter oder so etwas. Sieht nicht so aus irgendwie. Ja gut. Dann musst du halt mit Schaum nach Hause fahren. Tut mir leid. Das Handling ist manchmal etwas komisch, irgendwie mit diesen verschiedenen Materialien, die man hier braucht. Okay, der Schaum löst sich zum Glück auf. Gut, nice. Haben wir geschafft. Noch kurz den Motorraum checken. Naja. Kann wieder zurück an den Kunden. Nicely done. Auch hier wieder $400. Castor Earthquake heißt das Auto. Gut. Damit würde ich erstmal sagen, das war's mit diesem kleinen angespielt / Demo vom Car Detailing Simulator. Um noch ein besseres Bild zu machen, können wir mal noch hier so ein Auto hinstellen. Perfekt. Gut. Wie gesagt, das war's vorerst mit der Demo hier vom Car Detailing Simulator. Es fehlt noch etwas der Feinschliff, würde ich sagen. Aber ansonsten, wenn man es mag, solche Sachen zu cleanen. Und das Gefühl von Satisfying-Gefühl möchte, ist das schon etwas, was ich empfehlen kann. Aber da muss auf jeden Fall noch etwas Arbeit dahinter kommen, würde ich sagen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video mit einem anderen Spiel. Tschüss!